Wir lagen vor Madagaskar, nee, wir lagen vor Madagaskar. Monkey Island mit einer faulen Kuh an An Bord. Bord. Oh, guck mal, hier ist eine Luke. Willkommen zurück Ah. erstmal an alle, ja. Und da, Jo. die habe ich nämlich gar nicht gesehen. Aha, noch Da eine schlafen sie Luke. dann. Was gibt's hier Schönes? Ich muss mal gerade alles absuchen. Fenster. Aha. Aber hier scheint nichts zu geben, was ich angucken kann. Sieht nicht so aus. Nö. Ist das Okay. eine Truhe? Was ist da? Nee, ist Nee, nichts Besonderes. da ist nichts. Wenn hier nur steht, gehe zu, oder Ja. dann ist da grundsätzlich eigentlich nichts, was man machen kann. Schau an, nichts geht nicht. Fenster können wir uns angucken. Ich glaube, ich werde Ein seekrank. Kängemagge können Weichspüler wir am auch Pool. nicht angucken. Hier geht's noch runter und da geht's noch. Wir gehen erstmal hier runter, finde ich. Und untersuchen mal noch. Vielleicht finden wir noch mehr cooles Zeugs. Wow! Da trinkt Wasser ein, herrlich. Toll! Hier liegt ein riesiges Stück Seil. Ich würde sagen, das krallen wir uns doch gleich. Seile sind doch immer gut. Und das blubbert da vor sich hin. Das kannst du jetzt leider nicht hören. Fässer. Wahnsinn. Öffne Fässer. Schießpulver! Toll! Dann nehme ich gleich was mit. Juhu! Schießpulver ist doch wunderbar. Okay. Hier sind noch mehr Fässer. Mal gucken, was da drin ist. Die sind leer. Okay. Hier ist eine Truhe. Aufmachen. Und da gucken wir erstmal rein. Ein exzellenter Wein. Aha, den nehmen wir auch gleich mit. Wunderbar. So. Was haben wir noch? Hier sind noch mehr Truhen. Können wir die auch aufmachen? Die sind alle zugerostet. Haken, kann man nichts mit anfangen. Da ist, die waren leer, das haben wir aufgemacht. Glucker, Glucker, mit der Kette können wir nichts anfangen. Hier, aha, da ist noch eine schwarze Truhe. Auch zugerostet, schade. Und mit denen können wir nichts anfangen und mit denen hier auch nicht. Okay. Ja. Ich hoffe mal, was haben wir denn da jetzt abgegriffen? Wein, Schießpulver und ein Seil. Na, guck mal, hier haben wir noch ein Lesezeichen. Wo kommt das denn jetzt wieder her? Aha, das ist das Oberteil einer Frühstücksflockenschachtel. Na, schau einer an. Okay. Haben wir das jetzt gefunden? Keine Ahnung. Wahrscheinlich aus dem verstaubten Buch. Was stand da noch drin? Habe ich schon wieder vergessen. Oh nein, nein, nein. Nicht das Logbuch. Nicht das Logbuch. Nicht nochmal. Okay. So. Ich glaube, hier haben wir alles hoffentlich gefunden, was wir finden mussten. So. Gehe zur Tür. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Nee. Oh, eine Ach so. Küche. Mit riesen Topf drauf. Ja. Kochtopf, aber da ist ja wirklich. Hier, du, da können wir vielleicht diese Suppe kochen, ne? Ich frage mich nur, was in die Suppe alles reingehört. Wir gucken Genau. mal, ob da irgendwas im Schrank drin ist. Ui, Frühstücksflocken. Dann nehmen wir uns doch gleich mal Frühstücksflocken. Toll. Unten raus und der Rest fällt nicht runter. Eigentlich habe ich jetzt darauf Dass das gewartet, alles runterfliegt, ja, also von der Physik her, es sei denn, die stehen in einzelnen kleinen Regalen. Ja, das Kann ich sehen wir noch jetzt eine nicht so nehmen? richtig. Das kann ich nicht nehmen. Warum nicht? Ich Die möchte Ehe aber. reicht Ihnen. Nimm Schrank. Ne, jetzt steht der nur noch in dem Schrank. Dann sage ich aber, schließe Schrank. So. Nimm den Stuhl mit. Was haben wir noch? Aber es muss doch, sag mal, haben wir irgendwas übersehen? Es muss doch irgendwo ein Rezept geben für diese Suppe, oder?
Ja, aber nirgends nur was. Kannst du noch mal zu den Kochtopf direkt gehen, den anschauen? Den kann ich angucken, ja. Ah. Sieht wie ein normaler Kochtopf. Hier ist noch ein Topf. Ah. Können wir den mitnehmen? Okay, benutze. Können wir den benutzen? Nee. Ach so, können wir... Nee, nur mit. Okay. Was gibt's hier noch? Nee. Sieht wie ein normaler Topf aus. Okay. Warte mal, weißt du, was ich gerne mal machen würde? Die Frühstücksflocken aufmachen. Knusper, knusper! Toll! Oh! Da ist eine Überraschung drin! Das ist keine Überraschung, sondern, was denn? Ein kleiner Schlüssel mit einem eingravierten Affen. Aha! Du, da oben war doch noch ein Schrank, der zugeschlossen war. Bei uns in der Kajüte. Ja. Das war, glaube ich, hier. Ja. Kleiner benutze, kleiner Schlüssel mit Schrank. Vielleicht klappt das ja. Eine Truhe. Wow. Und was ist in, können wir die öffnen? Ja. Mann, ist die schwer. Ohne Zweifel, randvoll mit Juwelen. Okay. Und können wir die auch öffnen? Und nochmal reingucken? Ein Stück Papier! Und ein paar Zimtstangen. Wow, wie toll! So. Das war so schwer gewesen. Wow, ja, echt. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was auf diesem Papier steht. Ah ja, so, guck mal, was wir gefunden haben. So geht es zu Monkey Island. Topf auf 95 Grad erwärmen. Folgende Zutaten addieren. Ach du Schande. Oh je, haben wir das alles? Na, die Zimtstange haben wir. Ja. Pfefferminz haben wir auch. Haben wir den menschlichen Schädel, Krakenpinte, Affenblut, ganzes Huhn, Schwefel, Vitamin B, Lecithin, Malz, naturidentisches Aroma. Man reicht für 4 Personen, ist doch einwandfrei. Ja, das ist doch toll. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir das irgendwie zusammenkriegen. Und nochmal da runter, jetzt gehen wir mal in die Küche. So. Okay. Wo war jetzt die Küche hier, ne? Genau. Okay, gucken wir mal. Wie wissen wir, dass wir da kotzen? Das können wir ja nicht beeinflussen, ne? Nee. So. Wir haben Pfefferminz. Hä? Wir haben Pfefferminz, ja. Das haben wir bei dem Krämer gekriegt, der für Ach den so. Atemtod. Ja, ja. Also wir haben auch einen Huhn. So, jetzt lass mich... Kannst du das mal... warte mal eben. Kannst du mal kurz die Zutaten aufschreiben? Ich mach's noch mal an. Also, Zimt. Warte. Ja. Dauert einen Augenblick, ihr Lieben. Einen Moment, wir müssen jetzt mal mitnotieren. Also, wir brauchen Zimt. Ja. Pfefferminz. Einen menschlichen Schädel. Schädel. Krakentinte. Affenblut. Ein Huhn, 3 Unzen Schwefel, und ein oder mehr von den folgenden. Vitamin B12. Ich habe einfach B12 auf. Ja, Lecithin, Malz. Bindemittel oder naturidentisches Aroma. Ich schreibe einfach Aroma drauf, ne? Genau. So, jetzt wollen wir mal gucken. Also Zimt haben wir. Wir haben guten Wein, haben wir, glaube ich, auch. So, das, wir schmeißen das jetzt alles rein und hoffen, dass der auf 95 Grad ist. Guten Wein. bevor wir das tun, ihr Lieben, speichere ich das lieber nochmal ab, bevor das daneben geht. Explodiert. Einmal hier kurz live.
Folge 18a. So, jetzt haben wir es. Genau. Also, ich würde sagen, wir benutzen mal den guten Wein mit dem Kochtopf. Ja. War da ein Huhn drin? Huhn haben wir, glaube ich. Ja, doch nur das Gummihuhn, ja, oder? Ja, das macht ja nichts. Da, wir benutzen das Gummihuhn. Das ist auch selbst das letzte mit dem Kochtopf. Wir haben Pfefferminz. Ah, du sollst ja auch Pfefferminz benutzen. So. Ja, was steht noch drauf? Schwefel, ein Schädel, Federkiel. Federkiel? Für die Krakentinte? Für die Krakentinte, das kann sein, ja. Wir müssen das jetzt bestimmt irgendwie entwäzeln, was wir haben. Mit Kugelschreibermine. Ich schmeiß den einfach da rein. So. Gut. Was haben wir da noch drauf? Menschlichen Schädel, glaube ich, kann ich mich noch erinnern. Da habe ich nur die Totenflagge anzubieten. Ja, da wir müssen das jetzt bestimmt umdisponieren auf unserer Flagge. Ja, was für eine Flagge. Weißt du was? Mich schaudert, wenn ich sie nur ansehe. Okay, komm, dann schmeiß das Teil da rein. So. Was haben wir noch? Affenblut brauchen wir. Affenblut? Affenblut. Warte mal eben. Schau an. T-Shirt. Ich habe den Schwertmeister besiegt. Ja, und was steht hier drauf? Alles, was mir blieb, ist dieses T-Shirt. Ich habe den Schwert, aber alles, da ist bestimmt Affenblut drauf. Komm, das schmeißen wir da rein. Du sollst es benutzen. Benutze T-Shirt mit Kochtopf. Und weißt du was, ich schmeiß das andere Teil da auch rein. So, hier ist egal. So. Wir schmeißen alles rein, was wir im Inventar haben. Was stand noch drauf? Malz. Das haben wir ja auch nicht. Malz. Schwefel? Schießpulver. Das wäre doch was. Benutze Schießpulver. Ja. Okay. Die Zimtstangen, das hat man ja alles schon reingehauen. Zimt, Pfefferminz, haben wir. Zimt weiß ich gerne, ich habe ich den reingeschmissen. Benutze muss mal gucken, wenn es nicht... Ach nee, müssen wir noch machen. Genau, ich mag auch Zimt. Ja. So, haben wir die Frühstücksflocken schon drin? Nee. Die schmeiße ich da jetzt auch noch rein. Das ist Vitamin B12. Genau, das wird gut. Okay. Was fehlt uns noch? Schmeißen Sie das Buch da rein. Lecithin. Das haben wir ja alles nicht mehr drin. Nee, aber... schau an, Visitenkarte. Brauchen wir die noch? Wir hauen einfach alles rein. Wir hauen da jetzt alles gnadenlos rein. Und wenn das nicht klappt, dann spielen wir es offline zu Ende und dann sagen wir euch, was wir alles reingeschmissen haben. So. die Visitenkarte wollte ich da auch noch reinschmeißen. Genau. So. Ich weiß nicht, ob uns da nicht noch was fehlt. Du, ich weiß nicht, mit der Tinte, ich bin mir nicht so sicher. Lass mich gerade nochmal schnell nach oben rennen. Und da rein. Da ist doch noch Tinte, ich wusste. So. Na, da haben wir sie doch. Die nehmen wir auch noch mit. Die Kragentinte. Genau, und tu
tun die da rein, so, und ich weiß nicht, ob es das dann war, gehe jetzt zu Luke, genau, und dann darunter, und jetzt schmeißen wir die Tinte da auch noch rein, oh Gott, was war das denn? War das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ich weiß es nicht. Gestank und Rauch überwältigen Guybrush und er verliert das Bewusstsein. Ach du Scheiße, ich weiß nicht, ob das so toll war. Wenige Augenblicke später setzt der Voodoo-Spruch ein, der das Schiff auf unbekannten Kurs bringt. Wow. Ich glaube, wir haben es richtig gemacht. Muss ich auch sagen. Tage vergehen. Hallo, wach mal wieder auf. Ja, er kann aufstehen. Ich fühle mich scheußlich. Na, da hat nur ein Frost am gekocht. Aber wirklich, das war ja vielleicht eklig. Ich habe da auch wirklich jetzt auf gut Glück alles reingeschmissen. Okay, ihr Lieben, dann sind wir jetzt wohl auf Kurs nach Monkey Island. Und ob das stimmt, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann, genau. Bleibt dran. Tschüss.